Willkommen zur nächsten Folge von Rock of Ages. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal und lasst gerne eine Bewertung da. Und jetzt viel Spaß. Heute in Rock of Ages kümmern wir uns ums Mongolische Reich. Das wird interessant auf jeden Fall. Es gibt heute auf jeden Fall wieder mal einen Haufen Missionen und scheinbar, also ich bin gespannt über die Geschichte hinter dem Dude. Genghis Khan. Achso, das ist der. Den kenne ich ja sogar. Ja, freut mich für dich. Toll. Тиймээс одоо элдэн болгож үлдсэн он жилүүдээ амар амгалан энх тайван өнгөрөх цаг болсон байх. Okay, doch nicht. Oh nein, die Fliege. Oh nein, die Fliege. Ah, Fliege, das war nicht so schlau. Genghis Khan gegen das Spaghetti-Monster. Ich habe auf jeden Fall mittlerweile einiges an Sachen. Die Frage ist, was nehme ich mit? Ich nehme ja normalerweise immer den Globus mit. Aber warte mal, die haben auch unterschiedliche Aufladzeiten, sehe ich gerade. Oh mein Gott, das ist ja ein Game-Changer. Die Kuh dauert zum Beispiel richtig kurz. Die Faust dauert saulang. Das hier dauert kurz. Hä, wild. Dann nehme ich das hier mit. Und ich nehme einfach mal den Sandfelsen mit. Oder brauche ich überhaupt einen zweiten? Ich glaube nicht. Dann nehme ich lieber erstmal die Mine mit. Den Elefanten. Die Steroide-Kuh. Das Teil. Schleudern. Und Kühe. Und dann passt das erstmal, denke ich. Dann wollen wir mal schauen, wie das wird. Ich versuche jetzt hier wieder meine Taktik mit Elefanten und Steroide-Kühe als Mischung. Und am besten vor die Steroide-Kühe dann noch richtige Kühe, wenn ich Geld hätte. Hey, ich habe doch voll viel Geld, wieso kann ich nichts platzieren? Ah, hier kann ich was platzieren. Seltsam, da war einfach irgendeine Art Sperre drin. Und dann baller ich jetzt hier auch nochmal solche Teile hin. Solche Schleuderteile. Okay, ich kann los. Schauen wir mal. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das laufen wird. Hier sind auf jeden Fall schon wieder ein Haufen Kühe und der hat Kanonen. Oh mein Gott. Wo muss ich überhaupt hin? Darüber muss ich. Wieso ist der so Kanonen geladen? Das ist irgendwie frech. Oh, was? Das hat original 10 Sekunden gedauert. Was ist denn da passiert? Autsch. Also ich muss sagen, die Map hier, es ist so laut, weil so viel explodiert. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss gleich mal die Sounds leiser machen, das ist ja schrecklich. Dann hier nochmal durch. Und jetzt müssen wir nur noch einmal durch die Mitte durchgehen irgendwie. Ohne durch groß Schaden zu bekommen. Dankeschön. Und dann geht's aufs Tor. Let's go. Jetzt mache ich erstmal meine Sounds leiser. Jesus Christ. Er rollt auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, warum der so krass ist. Also so schnell. Aber er ist schon wieder fast tot gefühlt. Ich werde jetzt einfach mal kurz ein bisschen Verstärkung holen. Ihm geht's da oben auf jeden Fall nicht so gut. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Abwehrwelle gebaut. Ich werde hier natürlich wieder Steroide-Stiere bauen. Grüße an Micking in dem Fall. Der mir die Steroide verkauft hat. Und der wurde schon wieder zerstört. Was ist das für ein... Der kommt ja gar nicht zurecht. Wenn das so weitergeht, ist das kein Problem, die Map. So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall nochmal einiges platziert, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich denke, so ein Problem habe ich da jetzt erstmal nicht. Jetzt soll ich erstmal bitte... Dankeschön, jetzt geht es erstmal wieder los. Ich muss sagen, die Kanonen sind schon sehr cool. Aber an denen kann ich auch einfach vorbeifahren. Wobei, ich könnte auch mal eine zerstören. So, weg mit dir. Der andere fährt auch schon wieder, sehe ich gerade. Aber so wirklich zweifeln, dass das ein Problem wird, also so wirklich daran glauben, tue ich das nicht. Ich meine, er kommt jetzt diesmal, glaube ich, sogar ein bisschen weiter, aber er wird halt andauernd gestunt. Ich müsste hier einmal noch kurz durch die Mitte durch. Dank. Oh, ouch. Und wieder. Ich wurde aufgehalten. Was soll das denn? Naja, gut. Let's go. Ey, er lebt noch. Das ist ja krass. Er ist aber auch richtig weit bis jetzt gekommen, auf jeden Fall. Da habe ich richtig Angst bekommen. Wenn ich mir noch ein bisschen, wenn das sich noch ein bisschen Zeit lässt, kann ich hier noch ein paar neue Sachen platzieren. Kollege, hast du mal Bock, irgendwas zu. Was ist denn mit dir? Der hat gar keine Chancen. Hä, ist der so langsam oder was ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Wo ist denn der? Der ist da hinten jetzt. Wieso bist du da hinten? Wisst ihr was, ich platziere jetzt hier nochmal ein paar Schleudern. Wenn der die ganze Zeit da festgemacht wird. So, komm. Jetzt hat er mal den Elefanten, aber jetzt wird er schon wieder gestunt. Meine Güte, ist das ein Idiot. Ich könnte ihn auch einfach noch ein bisschen blitzen, wenn ich will, ne? Jetzt fängt er schon wieder da hinten an. Komm, und stun. Schon wieder gestunt. Das ist geil. Ja, das ist wirklich der einfachste Gegner bis jetzt. Achso, der wird die ganze Zeit runtergestoßen, das Opfer. Ach so. Jetzt ist er mal wenigstens ein bisschen durchgekommen. Ich bin stolz auf ihn. Aber ich muss sagen, diese Feuerwerkskörper sind schon sehr nervig. Das ist ein Item, das nehme ich gerne, wenn ich das bekomme. Das bekomme ich ja, glaube ich, nach der Runde. Und jetzt fahren wir hier mal erneut auf das Tor drauf zu. Boots. Kaputt. Ja, schrei nur deinen Hals raus. Jetzt bist du nämlich platt. Dankeschön. Ja, die Runde war einfach. Viel zu einfach. Das war wirklich unerwartet easy irgendwie. Naja, ich würde sagen, wir holen uns jetzt als erstes direkt mal die neuen Einheiten. Und zwar diese Kanone und den Feuerwerkskörper. Okay, jetzt verstehe ich, warum er den genommen hat. Der hat eine Stärke von 2600, aber der hat null Tempo. Aha. Und den hier haben wir noch freigeschaltet, der extrem viel Schaden hat, aber dafür extrem wenig Stärke. Okay. Und wir haben auch den hier noch freigeschaltet. Ah, und der, okay, das ist krass, das ist der Teerfelsen. Und mit dem beschmutzt man das Schlachtfeld und auf dem beschmutzten Schlachtfeld können keine Einheiten platziert werden. Interessant, sehr interessant. Jetzt muss ich einfach mit diesen zwei Einheiten irgendwie die Runde gewinnen. Das heißt, wir platzieren hier ganz viele von den Feuerwerkskörpern, dahinter ein paar Kanonen, versuchen das irgendwie zu überstehen.
Gibt es irgendwelche Taktiken, die ich beachten sollte? Ich glaube nicht, oder? Ich habe jetzt hier einfach so eine Strecke aus Feuerwerkskörpern, Kanonen, Feuerwerkskörper, Kanonen, Feuerwerkskörper gebaut. Wird schon reichen, I guess. Er hat das auf jeden Fall auch interessant gemacht. Let's go! Ich bin mal gespannt, wie schwer das jetzt wird. Die Feuerwerkskörper sind dann doch ziemlich nervig. Oh, ich hätte für das hier was nehmen sollen, was viele Leben hat. Egal. Autsch, ich wurde von einer Kanone getroffen. Das hat einiges an Schaden gemacht, auf jeden Fall. Nein, ich bin runtergefallen. Idiot. Ich spiele hier gerade ein bisschen zu safe. Ich muss mal ein bisschen mehr Risiko spielen, sonst holt er mich noch ein, der Knecht. Autsch, ich verliere richtig viele Leben gerade. Hilfe. Autsch. Okay, die Feuerwerkskörper sind krass. Die sind echt heftig, die Dinger. Aber die halten mich auch nicht auf. Wir sind im Ziel. Er zwar auch gleich, aber das kann mir ja egal sein. Jetzt muss ich nur noch gegen diese Kanone gewinnen. Wir wurden beide zerstört. Oder nein, er wurde zerstört. Komm, jetzt lass mich doch wenigstens noch hier durch, Kanone. Bitte, Dankeschön. Oh mein Gott, was war das denn? Das war jetzt echt knapp. Ich hätte da jetzt noch locker drauf gehen können. Und jetzt, wo das geklärt ist, können wir hier hinten nämlich wieder mal was freischalten. Und zwar den Drachen. Okay, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Drachen hüten Gold wie ihre Augapfel und sie greifen Ziele in der Nähe mit Feuer an, I guess. Ich bin gespannt. Den sehen wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich erst. Jetzt gehen wir erstmal zum Hindernisparcours. Dann komm mal ran, Genghis Khan. Was ist denn für den Hindernisparcours am besten? Ich nehme wieder den Globus. Ah, wait a minute, das ist das. Ich verstehe. Und scheinbar spiele ich gegen zwei Terbälle. Ja, sieht ganz so aus. Ich wurde überholt, das finde ich nicht gut, weil die sind jetzt wahrscheinlich schon richtig weit im Gegensatz zu mir. Da vorne sind sie irgendwo. Ich muss hier mal kurz eine... Autsch, was war das? Hier kurz eine Abkürzung nehmen, danke. Meine Ter-Kollegen machen mir ein bisschen Stress, muss ich zugeben. Ich werde auch von zwei Kühen gerade festgehalten. Man muss ja hier in zwei Runden... Oh mein Gott, als am besten performen, wollte ich gerade sagen, aber das war jetzt ja gerade gar nichts mit besten performen. Okay, wir müssen neu starten, weil das war nix. Okay, also für die Leute, die nicht wissen, was Hindernisparcours ist, wir haben jetzt zwei Runden und müssen in beiden Runden einfach versuchen, Erster zu werden. Wenn wir mal Zweiter werden, ist auch nicht so schlimm. Am Ende müssen wir einfach nur die meisten Punkte haben. Man kriegt einen Punkt für ersten Platz, einen halben für einen zweiten und keinen für einen dritten Platz. Ich empfehle euch aber, schaut euch gerne die letzten Folgen an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, weil dann blickt ihr da ein bisschen mehr durch. Autsch. Oh mein Gott, was so war da? Oh nee. Ich muss sagen, diese Kühe sind wirklich eine der nervigsten Einheiten, die es gibt. Jesus Christ. Hier durch die Türme durch. Hier sind wieder Kühe. Davon bitte keine mitnehmen. Dankeschön. Dann hier rüber. Wundervoll. Hier nochmal ein Sprung. Und jetzt hier rüber. Wichtig. Noch einen Boost. Und wir haben den ersten Platz. Wichtig. Und damit ist es Zeit für die zweite Runde. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, Erster zu werden, bitte. Weil kein Bock wie beim letzten Mal. Weil in der letzten Folge musste ich dann noch eine dritte Runde spielen, weil ich so schlecht war. Ich muss aber auch zugeben, das Mongolische Reich ist bis jetzt nicht so ein Problem. Das war jetzt irgendwie sehr gutes Timing. Hier einfach mal rüber. Oh, das war vielleicht ein bisschen weit. Das war ein bisschen weit. Uiuiui. Ich hoffe, meine Teer- und Metallkollegen lassen sich noch ein bisschen Zeit. Ich habe nicht gar keinen Bock jetzt hier irgendwie wieder nochmal. Ach nee, die sind da vorne schon. Oh, die haben echt einen guten Vorsprung. Die haben echt einen guten Vorsprung. Das darf nicht Problem werden, danke. Oh nee. Oh nee. Was war das denn? Uns hat's alle drei runtergefegt. Oh mein Gott, sind wir schlecht gewesen. Oh mein Gott, wir waren alle drei einfach in nichts. Und wieso sind die... Oh mein Gott, wieso waren die schneller wieder da? Ist doch voller Beschieß. Ich werde hier Also, das ist unfair. Okay, ich muss Zweiter werden. Ich Idiot. Ich habe einen verloren, ich bin Dritter geworden. Wie konnte das denn passieren? Gut, dann muss ich jetzt halt wieder Erster werden. Konnte ich aber auch wenig dafür, wenn wir mal ehrlich sind. Weil ganz ehrlich, die wurden auch einfach früher respawned. Das finde ich unfair. Autsch. Das ist doch einfach unfair jetzt gerade. Nein, was tue ich denn hier? Okay, wir haben noch eine Kugel vor mir. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen beeilen. Und die Kugel müsste vielleicht mal einen Fehler machen, bitte, danke. Aber das sind seem like the Kugel makes a Fehler. Seems like the Kugel is very clean in what she does. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Oh nee, jetzt hat die mich wirklich noch überholt. Ich hasse es. Ja gut, machen wir es nochmal. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, Alter. Ich habe jetzt, glaube ich, 5 Versuche dafür gebraucht. Alter, ja, genau so wie dieser Felsen sehe ich auch gerade aus. Alter, war das nervig. Das war jetzt gerade wirklich anstrengend und nervig. Ach, Mann, ey. Boah, das war jetzt echt zu viel. Naja, machen wir mal das Zeitrennen. Wirklich, das. Ich habe jetzt, glaube ich, 5 Versuche gebraucht. Ich habe euch wirklich nur einen reingeschnitten, weil das ist sonst zu langweilig. Aber das war jetzt gerade. Oh, jedes Mal immer so kurz vor der Ziellinie überholt worden. Oder dann da mal einen Fehler gemacht. Oder dann wurde der Gegner einfach gefühlt unfair nach vorne platziert und ich einfach nicht. Es ist so wirklich richtig stressig gewesen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Zeitrennen und die ganzen Sachen anstrengender sind als die Hauptspiel-Dinger. Wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch? Wir sind jetzt bei 40 Sekunden. Wir haben noch ungefähr die Hälfte. Okay. Glaubt ihr, ich schaffe das noch? Weil das wird echt knapp. Das wird, glaube ich, richtig... Ja, wobei, es sollte eigentlich passen. Das müsste eigentlich First
Try schaffbar werden, warum auch immer da ein Voice Crack dabei war. Let's go, dankeschön. Es hat nicht für Gold gereicht, aber wenigstens für Silber. Wir spielen das Ding ja nicht auf 100%. Zumindest plane ich es nicht. Jetzt als letztes gibt es mal wieder das hier. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Hat das einen Namen? Ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Das gab es jetzt schon länger nicht mehr. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, man kann jetzt hier so Zielscheiben zerstören, kriegt dafür Punkte und wenn man als erstes ins Ziel kommt, kann man diese Punkte noch verdoppeln, verdreifachen oder sonstiges. Ist eigentlich ganz einfach erklärt. Es gibt, glaube ich, 3 Runden. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Hier, diese Zielscheiben braucht man. Die muss man zerstören. Die sind überall verteilt. Dann nehmen wir die doch mal schön alle mit. Dann, wow. Konnte ich ja nicht wissen, dass man hier springen muss, Mensch. Der Computer hat es scheinbar auch nicht gewusst. Weiß gar nicht, warum es den nicht bei jeder Map gibt. Der Spielmodus, den haben wir, glaube ich, bis jetzt nur einmal gespielt. Weiß gar nicht mehr, wo das war. Naja, egal. Jetzt versuchen wir mal unser Bestes. Boots. Ah, das war nicht wirklich was. Naja, wenigstens verdoppelt. 160 Punkte und er hat 20. Toll. Na, bei so einem Spielstand ist es auf jeden Fall wichtig, 3 Runden draus zu machen. Weil er könnte ja noch eine Chance haben, auf jeden Fall. Er hat bestimmt richtig gute Chancen noch gegen mich. Mensch. Ich finde es auf jeden Fall auch geil, dass das Mongolische Reich die wohl schwersten Hindernisparcours hatte. Den wohl schwersten Hindernisparcours hatte. Aber dafür den leichtesten Zeitrennen, nicht ganz leichteste Zeitrennen, aber es war sehr machbar. Eins der leichtesten Battles überhaupt gefühlt bis jetzt. Und ja, das Ding hier, was wir hier machen, da dieses Zielscheibending, ist jetzt auch nicht gerade so schwer. Ich meine, wir kommen jetzt ins Ziel zum zweiten Mal. Ich hoffe jetzt mal, dass wir diesmal ein bisschen mehr Punkte holen können, maybe. Nee, reicht wieder nur für Doppelte. Aber lieber Doppelte als gar keine, I guess. Jetzt haben wir 600 Punkte und er ist 60. Jetzt legt er aber nochmal ganz schön los, ey. Ich meine, er könnte mich wirklich noch überholen, wenn er, glaube ich... Ich weiß gar nicht, was muss er denn machen? Er muss einfach extrem hohe Multiplikator bekommen. Dann kann er mich locker noch überholen. Aber er sammelt ja gefühlt nicht mal mehr Sachen ein. Er wird jetzt wahrscheinlich vor mir ins Ziel kommen, aber das sind dann wie viele Punkte? 40, die er sammelt? Schauen wir doch mal. Wow, okay, er fliegt echt wirklich sehr hoch. Hä? In was ist er denn rein? Ins zweite, okay. Oh ja. Ins vierte? Wo hat er denn bitte 4 getroffen? Okay, sehr seltsam. Naja, wir haben gewonnen. Hat er denn bitte 4 getroffen? Das war ganz seltsam. Das kann ich mir jetzt ja gar nicht erklären. Die Frage ist jetzt natürlich, haben wir durch unsere 32 Sterne jetzt noch irgendwas Neues freigeschaltet? Sieht nicht so aus, bis auf den Drachen. Doch, hier drüben ist noch was. Hier haben wir noch die Goldbeutelköder. Dieser Beutel enthält nichts anderes als Lug und Trug. In der Irre geleitete Felsen werden ins Nichts befördert. Okay, das finde ich fresh. Aber damit war es das wieder mit Rock of Ages. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert gerne den Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut doch rein. Und tschüss.